Hey Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Persona 2 Innocent Sin. Heute am 21. Februar um 4 Uhr morgens die morgendliche, / nächtliche Edition ist am Start. Daher hier etwas leiser, damit wir hier niemanden stören. Wobei, die Nachbarn würden auf mich ja auch keine Rücksicht nehmen. Wir sollten uns hier mal orientieren, okay. Ja, da unten, ich weiß nicht, das ist wieder so schwierig. Erstmal nach oben drehen, das ist ja hier richtig abgefuckt wieder. Ja, wir gehen mal kurz runter und schauen, aber ja. Hier gibt's nichts, hier gab's auch nie was zu holen, oder? Ja, ich hab ein wenig mit den Einstellungen rumgespielert und hab leider nicht viel machen können. Also es geht deutlich schlimmer. Also wir sollten uns da, ja, schätzungsweise, ja, glücklich schätzen, dass es nicht schlimmer ist. Aber es war natürlich mal besser. Das Ding ist, wir könnten ja theoretisch sagen, wir stellen die Grafik, während wir diese stundenlangen Kämpfe haben, auf HD. Aber dann in der Story dann das runterzudrehen, das ist auch so ein bisschen so, man gewöhnt sich da dran, ja. An das eine oder an das andere. Deswegen, ja, ich hab's versucht, Leute, ich hab's versucht. Ich hab ja nicht so viel Ahnung davon. Und wenn ich Ahnung hätte, würde ich es wieder vergessen. Es gab eine Zeit, da kannte ich mich so halbwegs mit PlayStation 2 Emulatoren aus. Da musste ich mir mal so minimal was beibringen für Haunting Ground und war da doch eine Kiste? Nee, es war dieser steinige Weg. Und dann, ja, ein, zwei Wochen später hatte ich es dann wieder vergessen. Ich habe dann einfach immer irgendwo ein Häkchen rausgenommen oder reingemacht und dann einfach geschaut, ist es jetzt besser oder ist es schlechter. Ja, naja, fernab von dem. Keine Sorge, ja, ich weiß, das klingt jetzt wieder behindert, aber ich habe mir vorgenommen, die nächsten paar Tage ausgiebig Persona zu spielen. Ich habe das jetzt so gemacht, dass ich mir vor der Aufnahme, also es ist jetzt eigentlich auch schon wieder ein, zwei Tage her, aber das geht noch, habe ich mir so ein paar Sachen rausgesucht, wo ich denke, dass damit könnte ich ein, zwei Folgen füllen. Dann werden wir die Sachen bereden, dann werde ich mich wieder zwei, drei Stunden hinsetzen und recherchieren und so, damit wir dann diesen Tonus an Off-Topic-Themen haben. Und wir fangen auch gleich mal mit dem ersten an. Ich stelle das mal hier auf Fenstermodus so. Und zwar befinden wir uns ja immer noch im Bereich Ende Januar, Anfang Februar. Und da soll es wohl so gewesen sein, dass Thüringen, unter anderem ein Thüringer Richter, hat den Lockdown als katastrophale Fehlentscheidung angesehen. Und hat da wohl so ein paar Sachen gekippt. Ob die jetzt im Nachhinein, ob das jetzt mittlerweile zurückgenommen wurde oder nicht, das, ja, wisst ihr vielleicht jetzt ein wenig besser als ich. Das kann, wie gesagt, sein, dass ich da, während ich da noch weiter recherchiere, dann nochmal was lesen darf. Aber diese ganze richterliche Entscheidung, das waren mehrere Papiere da, langen Elle Texte, habe ich euch auch auf Telegram verlinkt. Dort könnt ihr euch das dann anschauen. Also es gibt in Thüringen anscheinend auch noch vernünftige Menschen. So, was haben wir als nächstes? Ja, Australien möchte, dass Google für seine eigenen Werbeanzeigen Geld bezahlen. Also Google ist ja, wie wir wissen, das ist ja auch Allgemeinwissen, das hat ja nichts mit Verschwörung oder so zu tun. Das merkt man allein an der Tatsache, dass wenn man etwas nicht weiß und sagt ja dann, ich muss es googeln, ja. So, und ich weiß nicht, ich hatte das hier, glaube ich, schon mal erzählt, oder? Habt ihr mal darüber nachgedacht, warum man das so sagt? Ich muss jetzt etwas googeln? Also denkt man da wirklich an die Suchmaschine oder wurde man schon insofern indoktriniert, dass man... habe ich jetzt meine Mutter aufgeweckt? Ich glaube, ich habe da was im Flur gehört. Ich bemühe mich hier eigentlich leise zu reden. Wo war ich jetzt? Also,
Ja, merkt man, wenn man sagt, man muss etwas ergoogeln, dass man von der Suchmaschine Google redet, oder hat man sich schon daran gewöhnt, dass man, wenn man sagt, man muss etwas ergoogeln, dass man das Wort googeln als ergründen, mit dem Wort ergründen oder untersuchen oder kontrollieren ersetzt hat? Also früher hat man sich gesagt, okay, ich muss mir ein Wörterbuch schnappen oder so. Ja, ich muss mal in eine Zeitschrift gucken. Oh, guck mal, neue Gegner. Jetzt bin ich mal gespannt, ob das... Nee, das... Oh, das sind ja... Jetzt frage ich mich, ob das daran liegt, dass ich jetzt ein bestimmtes Areal betreten habe. Das sind ja richtige Dämonen. Hangman und Fortune. Okay, das ist ja krass. Ey, Leute, auf einmal werden wir hier so mit verschiedenen Gegnern zugebombt. Okay, ich muss jetzt hier mal definitiv heilen. Und bei dem anderen, ja, Fata Morgana habe ich ja nur eingesetzt, weil sie nichts anderes kann. Ich könnte dann hier mal Magna einsetzen. Und Aquas Agi. Ah, wir haben jetzt zweimal Aquas. Kannst du mir was anderes geben? Zenma, Tetraja, protects all characters from Wormlet Run Attack. Magic all cards from Run Attack of type Holy Dark. Nur Holy Dark. Ich mach mal Zen. So. Und dann schauen wir mal, wie viel das abzieht. Ja, also. Google war ja ursprünglich mal eine einfache Suchmaschine. Was viele, wenn ihr etwas jünger seid, vielleicht auch nicht mehr wissen. Es gibt ja verschiedene, Leute, es gibt verschiedene Suchmaschinen. Es gibt Bing, Yahoo, ICQ vielleicht. Also ICQ war damals ein Messenger. Ich weiß nicht, ob die eine eigene Suchmaschine hatten. Dann gab es auch spezielle Kindersuchmaschinen. DuckDuckGo verwenden die Wahrheitssuchenden, weil DuckDuckGo nicht zensiert. Kann ich auch empfehlen. Habe ich auch schon ein paar Mal versucht. Funktioniert wirklich super. Ja. Also es hätte auch theoretisch sein können, dass man sagt, ich muss mir etwas erbingen. Oder eher Yahoo'n. Aber Google hat sich durchgesetzt und ist ja nicht nur eine einfache Suchmaschine, sondern beherrscht seit Ewigkeiten das komplette Internet. Ne? Google hat ja unter anderem auch YouTube gekauft. 2012, ja. Und dadurch, dass jeder Google benutzt, muss man sich natürlich auch darauf verlassen, dass diese Suchmaschine objektiv ist. Ne? Du willst dich informieren, also googelst du. So, und wenn die Google-Ergebnisse aber, wie sagt man, gezinkt sind, wenn sie dich auf auf Fehlinformationen Seiten leiten oder wenn sie dir einfach generell nur die eine Seite und nicht die andere Seite verraten, dann ist das natürlich nicht so geil. So. Und Australien hat das schon mehr oder weniger gecheckt und hat jetzt auch einfach, ich weiß nicht, ob das nicht auch einfach so, ich meine, da stand ja in manchen Artikeln stand drin, dass Australier das auch machen würden, weil den Medienunternehmen, den Nachrichtenplattformen sehr, sehr viel Geld flöten geht. Also das wäre so, als wenn sich ZDF in Deutschland hinstellen und sagen würde, ja, also als wenn einfach ZDF das sagen würde, weil ZDF dadurch, dass die Leute mehr Google benutzen als ZDF schauen, sie weniger Geld kriegen. Also ich bin mir da nicht sicher, ob sie das... Wahrscheinlich haben sie das in erster Linie wegen des Geldes gemacht, aber es ist auch hier und da haben sie das zur Ansprache gestellt, dass Google auch nun mal ja viel zu sagen hat und wer einfach auch viel zu sagen hat und den die hatten da so ein paar Statistiken angesprochen, dass Google so und so viel Prozent des Unternehmens, des News-Marktes ausmacht und so weiter und die wollen halt jetzt letzten Endes einfach, dass Google für jede Werbeanzeige, also es ist ja auch so, das haben ja Leute auch schon getestet, wenn du, da kann man auch ganz einfach selber testen, wenn du nach irgendetwas suchst, nach irgendeinem Produkt oder so, und du den Adblocker nicht anhast, also wenn du die richtigen Werbeanzeigen auf den Internetseiten kriegst, was weiß ich, ich google jetzt nach einem Rucksack, ja so, und dann wenn ich dann wieder auf anderen Internetseiten bin, die diese Google-Werbung geschalten haben, dann werden mir ständig Rucksäcke angeboten, ja, oder auch ich weiß nicht, ob es auf YouTube ist, das Ding ist, ich hab seitdem ich denken kann den Adblocker an, aber es gibt halt auch wirklich so Seiten, da funktioniert der Adblocker einfach nicht, ich weiß nicht, wie sie das machen, ja.
Aber dann kriege ich, wenn ich vorher nach einem Rucksack gegoogelt habe, kriege ich die ganze Zeit Rucksäcke als Angebot. Ja, und das sind diese Werbeanzeigen, die Leute schalten, damit sie natürlich Geld kriegen, und Google verdient dann natürlich auch seinen Anteil dran. Und letzten Endes wollen sie halt, dass Google auch ein bisschen für den Scheiß, den man ja nicht hundertprozentig kontrollieren kann, für die ganzen Suchergebnisse und so weiter, für die, und da müssen wir ja uns nichts vormachen, einseitige Berichterstattung, für die faschistische Berichterstattung wollen sie halt einfach, dass Google so ein bisschen Geld abplatzt. Und da hat aber, so sieht das aktuell Ende Januar aus, wo ich bin, hat Google gesagt, nö, machen wir nicht. Also überlegen Sie sich einfach tatsächlich, die Suchmaschine da abzustellen, zu blockieren. Das Ding ist aber, dass Google halt, wie gesagt, 60, 70, wenn nicht sogar noch mehr, Marktanteil ausmacht. Das heißt, dass man sich da auch gegebenenfalls selber zensiert. Also, weil an Google hängt halt so gut wie alles dran. Ja, du hast deine Google-Konten, du hast halt YouTube und so weiter. Also, man könnte auch schon fast sagen, dass Google im Besitz fast des ganzen Internets ist, ja. Deswegen, also schwierig, sage ich mal, ne? Wenn man sich da nicht, vielleicht hat man sich da so ein bisschen selber übernommen, aber das haben ja, wie gesagt, Politiker gesagt, die haben ja eh nicht so viel mit Google, mit dem Internet zu tun, könnte man meinen. Ich weiß es nicht. So. Dann haben wir hier als nächstes erstmal wieder Nazi-Power, Agira U. Ja, dann kann ich hier mal kurz Media wieder rausnehmen. Summon Spirit, Magic, Almighty, Enemies, Illusion. Naja, nee, das sollte ja jetzt hier richtig reinballern. Die Linksextremen protestieren gegen das Pariser Abkommen. Also, da sollte ich an dieser Stelle mal erklären, was das Pariser Abkommen ist. Das Pariser, ich muss sagen, ich habe nicht verstanden, wieso das Pariser Abkommen heißt, ob Paris damit angefangen hat. Aber im Grunde geht es darum, dass sich viele, viele Nationen zusammengeschlossen haben, um halt die Temperatur zu senken. Und das Interessante ist, dass ich da auch Experten gehört habe, die an den menschengemachten Klimawandel glauben. Also sie sagen, ja, der Mensch ist zu, was weiß ich, zu 80, 90% daran schuld, aber gleichzeitig sagen, obwohl sie an den Schwachsinn glauben, sagen, nein, das Pariser Abkommen ist nicht die richtige Lösung, weil, wenn man sich das alles wohl ausrechnet, schafft man es wohl, bis zum Ende des Jahrhunderts die Temperatur um 0,002 Grad zu senken. Ja, also sie sagen ja, einerseits sagen sie, wir müssen was tun, ja, das ist richtig, der Mensch, der ist böse, aber das Pariser Abkommen wird uns mehr kosten, als dass es uns nützt. Also wir sollen ja hier auch ich weiß nicht, das hat wahrscheinlich auch mit der CO2-Steuer zu tun, dass man dann ja, dass man einfach mehr Geld für seinen Strom zahlt, dass man beim Tanken mehr zahlt und so weiter. Das ist, glaube ich, alles mit in diesem Pariser Abkommen inbegriffen. Im Endeffekt, wir zahlen mehr und die Welt wird nicht wirklich besser dadurch, ja. Und Trump ist wohl aus diesem Abkommen ausgestiegen, und dadurch, dass Biden jetzt natürlich wieder das Sagen hat, hat er direkt am ersten Tag das wieder rückgängig gemacht. Und da ja Amerika eines der größten Mächte ist, heißt es natürlich, dass, also das Pariser Abkommen wurde stark mit Trump gebremst, und dadurch, dass es jetzt wieder aufgenommen wurde, haben dann natürlich viele, viele Leute protestiert, auch ganz, ganz stark die Antifa, wobei das eine muss jetzt nicht mit dem anderen zu tun haben, was ich auch nicht verstehe, weil man ja immer davon ausgegangen ist, dass die Antifa zu Biden gehört. Also er ist jetzt nicht im Besitz, aber also quasi zu den Demokraten, also zumindest die amerikanische Antifa. Ich weiß nicht, inwiefern unsere ist halt eher so, sind so die Merkel-Schoßhunde.
Aber das kann natürlich auch einfach dieses guter Cop, böser Cop sein. Man tut nur so, aber die haben da, das weiß ich noch, das war schon Anfang, ja, Ende Januar, also da, wo ich das letzte Mal reingeguckt hatte, bevor ich die vierwöchige politische Pause gemacht hatte, da haben die schon ordentlich randaliert und zu verstehen gegeben, dass die auch überhaupt gar keinen Bock auf Biden haben. Ganz, ganz interessant. So, Moment. Viereck. Falsch. Ich wollte die Karte haben. So, ja, das, Leute, ich gehe mal nochmal nach hinten, ja. Man kann ja vielleicht dann doch die eine wunderbare Kiste verpassen. Ja, sieht nur nach Wald aus, okay. So, was haben wir als nächstes? Trump hatte wohl, also es ist ja so, dass diese Administration natürlich, also diese ganzen Sachen, die der Präsident gemacht hat, die ganzen Pläne, Strukturen, die wurden dann natürlich dem neuen Präsidenten übergeben, damit er da, ja, das kann ich an dieser Stelle auch mal ganz kurz erwähnen, ihr habt es gerade gehört, ich habe es in Mario, habe ich es ein bisschen breit gelatscht, da ist es quasi passiert, mein altes Handy ist am Arsch, also mein Handy ist schon seit Mitte 17 am Arsch, aber ich habe es noch geschafft, 4 Jahre lang am Leben zu halten. Es war dann immer so, dass die Speicherkapazität voll war und ich dann immer, bevor ich den Wecker oder so verwenden konnte, musste ich dann immer, da stand dann immer, entschuldigen Sie, ist ein Fehler aufgetreten, ja, bla 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 bla. Und dann irgendwann nach 2-3 Minuten konnte ich den Speicher leeren. Und so ging das wirklich immer, alle innerhalb von 2 Minuten war der Speicher dann wieder voll. Und naja, ich habe es dann jedenfalls noch 4 Jahre geschafft, aber mein Handy startet jetzt nicht mehr. Also da war dann der Speicher anscheinend so voll, dass er mein Handy hat abschmieren lassen und dann ist es einfach nicht mehr hochgekommen. Ich musste es halt wirklich innerhalb von einer Stunde oder so immer reanimieren. Und naja, es ist jetzt nicht mehr hochgekommen. Aber meine Mutter hatte glücklicherweise noch ein Ersatzhandy. Also es ist auch schon ein bisschen am Arsch, aber es ist noch etwas neuerer als meines. Also meines ist ja ein Sony Xperia Neo aus dem Jahr 2010-11 gewesen. Also ich hab's Ende 2011 bekommen. Ist auch eine lustige Geschichte. Ich hatte eins bekommen über Vertrag. Das ist so dumm. Warte mal. Streamers, oder? Ja. Wir geben ihr einfach einen Streamer zu essen. Und dann geht's ihr gut. Ich hatte eines über Vertrag bekommen und so. Und meine Mutter so, ja, pass hier auf das Ding auf und so weiter. Und nach 2-3 Wochen war es dann weg. Und dann hat sie mir dasselbe nochmal mit richtigem Geld gekauft. Also deswegen holt man sich ja eigentlich einen Vertrag. Das Handy. Damit man nicht so viel auf einmal bezahlen muss. Im Endeffekt haben wir dann mit dem zweiten das doch auf einmal bezahlt. Ganz, ganz dumm. Aber ja, so, das, also ich glaube, das Handy ist von Ende 2010 oder so. Also es muss ja neues gewesen sein, wenn sie das per Vertrag angeboten haben. Per Vertrag, ich kann nicht reden. Ja, aber das hier, es ist, glaube ich, 2-3 Jahre älter. Das ist ein neuer, also quasi von 2012-13. Das ist so ein Samsung irgendwas, schlag mich tot. Und das ist jetzt tatsächlich mein neuer Wecker. Ja, da ist der. Da musste der ikonische Wecker jetzt einfach mal leider bye-bye sagen. Sorry dafür. Ich bin ja so ein Typ, ich kann mich sehr, sehr schwer von Sachen trennen. Ich habe auch schon auf Telegram gesagt, ich wäre der Typ, der wahrscheinlich irgendwie, wenn ja, seine Freundin, seine Mutter oder seine Katze sterben würde, ich würde die Leiche wahrscheinlich Monate im Tiefkühlschrank lagern, weil ich nicht damit abschließen kann. Und deswegen, also ich trenne mich ungern von Sachen. Ich weiß nicht, hatte ich das hier erzählt mit den Schuhen oder war das auch auf Telegram? Dass ich ja auch 13, 14 Jahre lang dieselben Schuhe getragen habe. Also 2019, Mitte oder so war das. Da habe ich mir dann neue Schuhe gekauft. Die hatte ich davor 13, 14 Jahre getragen. Und die Winterjacke, die ich habe, die habe ich seit der 5., 6. Klasse. Also die habe ich auch schon seit über 14 Jahren, ja. Wenn's hält, dann hält's. Ich meine, ich habe A, nicht das Geld und B, wie gesagt,
kommt halt natürlich drauf an, wofür du das brauchst. Also ich brauche ja kein WhatsApp mehr und so weiter. Ich habe das Handy ja nur noch zum Wecker, als Wecker verwendet. Und deswegen, aber ja, jetzt funktioniert das halt nicht mehr. Naja, bin jetzt gerade so ein bisschen abgekommen. Ach so, das... bitte, bitte, genau. Ja, das Thema können wir ja noch beenden. Also die alte Administration übergibt ja dann der neuen... Ich hoffe, ich vergesse jetzt nichts. Und jedenfalls hat man dann angeblich feststellen müssen, dass Trump gar keinen Impfplan hat. Also der hatte sich ja... Das ist das, was ich auch sehr, sehr... immer noch sehr, sehr eklig im Nachhinein finde. Da hatten ja viele von uns gehofft, dass er das einfach nur so gesagt hat. Also er war ja auch kein Klima-Alarmist, aber... Er hatte sich dann immer hingestellt und gesagt, ja, wir machen ja, wir machen ja, wir machen ja. Und bei den Impfungen hat er auch gesagt, ja, wir werden schnell bibidi-babidi-bu ganz, ganz schnell liefern und blauen Keks. Aber angeblich hätte er nie einen Impfplan gehabt. Also die beiden Administrationen hätte sich wohl die Pläne anschauen wollen. Weil man sie ja, man kann ja vielleicht auf alte Pläne aufbauen, ja. Es muss ja nicht alles schlecht sein, was die vorherige Administration gemacht hat, aber sie behaupten, sie haben nachgeschaut und sie haben gar keine Impfpläne gefunden. Könnte man jetzt sagen, ja, das ist so, Trump hat geblufft. Man könnte natürlich auch sagen, sie sagen das auch einfach so, um ihn schlecht zu reden, und in Wirklichkeit hat er gute Pläne, aber diese Pläne verkaufen sie dann als ihre Pläne. Ja, also sie sagen so, nee, hier ist gar kein Plan. Und dann finden sie auf einmal selber eine Lösung, eine Impflösung, und in Wirklichkeit war das dann Trumps Idee. Das kann natürlich auch sein, aber ja, das wollte ich mal so erwähnen, dass das, naja, typisches politisches Geblöffe, sage ich mal. Aber das würde natürlich auch, sage ich mal, mehr oder weniger für ihn sprechen, weil er, wenn er keinen Impfplan hat, dann könnte man ja auch daraus implizieren, dass er nie an Corona geglaubt hat oder das nicht so für gefährlich eingestuft hat. Also, ja, das ist aber natürlich reine Spekulation. Ja, was aber keine Spekulation ist, was jetzt Tatsache ist, ist die Tatsache, dass wir jetzt hier gleich mal die Folge beenden werden, wenn der denn stirbt. Der Hydro ist jetzt, glaube ich, ein bisschen doof, ne, weil der ist ja wasseraffin. Ja, das war jetzt ziemlich unnötig. Ja, also man kann sich natürlich hier so die ein oder anderen SP-Linies sparen, wenn man dann so ein bisschen bewusster kämpft. Was ich jetzt leider nicht gemacht habe. So, bring ihn doch bitte einfach um. Dankeschön. Ja, und dann würde ich mal sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, wo wir dann noch ein paar andere schöne, schöne Sachen besprechen werden. Ja, in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. See ya.